Hey Leute, Buddy, willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League. Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber heute ist einfach ein richtig, richtig, richtig guter Tag. Erstens, wir befinden uns auf unserem Tastatur-Account. Das ist ein Account, wo ich nur mit Tastatur spielen muss, was für mich ein bisschen schwieriger ist, denn ich spiele normalerweise mit Controller, ich verwechsel Sprung und Boost noch ganz oft und ich drehe mich schlecht in der Luft. Ich bin richtig, richtig schlecht mit Tastatur und das Ziel von diesem Account ist es, Diamant zu erreichen. Wir sind bis hierhin durchgerannt und sind aktuell in Silber 3 und werden heute nach Gold 1 kommen. Denk auch, ich werde immer noch keine Probleme haben in Silber. Dafür bin ich auch mit Tastatur, glaube ich, einfach noch zu gut. Und zweitens, heute ist der letzte Tag, wo ich das BVB-Trikot tragen muss. Ich hatte ja gesagt, wenn Schalke das Derby verliert, muss ich für eine Woche ein BVB-Trikot tragen. Und die Woche ist, die ist vorbei ab heute. Und damit bin ich frei. Und ihr werdet mich nie wieder in einem BVB-Trikot sehen. Es sei denn halt, ich mache nochmal sowas Dummes beim nächsten Derby, das wäre dann ein bisschen dämlich. Aber gut, was übrigens nicht dämlich wäre, wäre, wenn ihr mal den Abo-Button drücken würdet. Damit könntet ihr mir extrem weiterhelfen. Wäre eine extrem coole Sache, dass, wenn ihr neu seid, ihr mal den Abo-Button drückt. Nur die Hälfte aller Zuschauer haben den Abo-Button bis jetzt gefunden. Können wir vielleicht noch ein bisschen nach oben ballern, die Quote. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne meinen Creator-Code BardoYC eintragen, wenn ihr euch im Spiel was holt. So, genug Werbung. Aber jetzt kommt keine Werbung mehr. Ab jetzt spielen wir einfach. Boah, liken könnt ihr auch, aber macht wie ihr wollt. Macht wie ihr wollt. So, wir besiegen mal kurz ein paar Silbergegner. Und ich versuche ja auch immer Tipps zu geben. Was mir so auffällt für die einzelnen Ligen, was sich da so verändert, wie gut die sind. Und hast du den? Ich hab ihn da weggerannt. Ja, also, gehabt er dann. Und mir ist aufgefallen, der Sprung von Silber 1 zu Silber 2 war relativ... Oh, ich habe Sprung und Dings vertauscht. Der Sprung von Silber 1 zu Silber 2 war relativ groß. Deswegen bin ich gespannt, wie der Sprung von Silber 2 zu Silber 3 ist. Ob der auch groß ist und ob das eher so medium ist. Ich kann es nochmal sagen, ich habe einfach mit Tastatur keine Kontrolle. Ich bin überfordert. Okay, es scheint so, als hätte ich einen eher niedrigen Silber 3 Spieler gekriegt. Und die Gegner sind vielleicht, weiß nicht, die wirken jetzt auch nicht übertrieben krass. Also, das hinten liegen ist halt ärgerlich, aber das können wir doch immer noch drehen. Ja, ich muss kurz nochmal warten. Teammate? Dankeschön. Perfekt. Ich kann es nochmal sagen, mit Tastatur bin ich ultra steif. Ihr könnt euch ja mal meine Videos zu Controller angucken. Da bin ich auch nicht gut, muss ich dazu sagen. Ich bin halt Diamond. Diamond ist halt wirklich echt sagen so Durchschnitt. So, wenn man Skill mit der Bundesliga vergleichen würde, ich bin so auf Hertha BSC-Niveau, würde ich sagen. Das ist okay. Manchmal hat man Momente nach vorne, aber generell ist man eher so echt im Niemandsland, skillmäßig. Ich bin im Niemandsland, was den Skill angeht. Ist okay, geht deutlich schlechter. Du kannst auch in der zweiten, dritten Liga spielen, aber ist jetzt auch nicht optimal. Ach ja, und an die YouTuber, die irgendwie Grand Champ sind und aufwärts und mit mir zusammen ein Video machen wollen, das finde ich natürlich sehr nett. Das ehrt mich natürlich. Aber habe ich keine Lust. Das wird einfach nicht passen. Ich finde, zusammenzuspielen macht halt nur Sinn, wenn der Skill halt ungefähr in der Nähe ist. Und wenn halt einer deutlich besser ist, macht das halt, finde ich, nur Sinn, wenn man auch befreundet ist dann in der Runde. Deswegen habe ich auch mit Maxi und Furdes schon gespielt, die ja deutlich besser sind als ich. Die sind beide so Champion 2, Champion 3 Niveau. Und ja, ansonsten mit irgendeiner zufälligen Person spiele ich nicht, wenn die deutlich besser ist. Der kommt jetzt, pass auf. Oh! Nein, ich habe die Taschen! Ich habe die Taschen vertauscht! Ah! Ich bin ja immer noch mal überlegen, wann kommt der Punkt, wo ich Probleme kriege? Weil ich habe noch nicht trainiert mit Tastatur. Und ich habe mir gesagt, ich fange erst mit dem Training an, sobald ich einmal wirklich Probleme kriege. Ich habe. Ganz ehrlich, mein größtes Problem sind nicht die Gegner, es ist einfach die Steuerung. Sobald ich. Ja, gut, logischerweise. Logischerweise. Aber sobald... Ah, oh Gott, es ist so durcheinander. Hilfe. Okay. Ey, wir haben gewonnen und ich bin sogar nicht mehr MVP geworden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ab wann ich wirklich Hardcore-Probleme kriege. Ich könnte mir vorstellen, dass das so wirklich... Ey, wenn ich hier schon nicht komplett dominiere. Ich weiß nicht, wann es passiert. Wie gesagt, sobald es passiert, werde ich einmal ein bisschen trainieren. Und dann sollte es auch reichen, dass wir halt weiter pushen. Und auf jeden Fall Probleme werde ich in Platin 2 bis 3 kriegen. Mit der Steuerung, auf jeden Fall. Also Platin 2 bis 3 hänge ich allerspätestens. Vielleicht auch schon früher. Müssen wir halt gucken. So, ich habe mir hier mal das Boost ein. Da das Boost. Wir springen. Ich habe die richtige Taste getroffen. Guck, was der Gegner macht. Tötet den. Ich schieße ihn drauf, aber schlecht.
hauen hat er nicht gemacht. Sehr gut. Wir gehen mal da hin. Der hat nicht getroffen. Ich nehme den Boost mit. Kriegt dann drauf. Kriegt dann aufs Tor. Kriegt dann. Nee, kriegt er nicht. Was mein Team jetzt gemacht hat, war übrigens sehr. Gott. Sehr negativ für mich. Denn der ist vorne geblieben. Und so wusste ich jetzt nicht, okay, kann ich da gehen, kann ich nicht gehen. Ich hatte natürlich die bessere Rotation, aber, also nicht natürlich, halt, weil er halt davor den Ball gehittet. Und dann war halt das logisch, dass ich dann der Nächste dran war. Nur ist halt er halt nicht verstanden und deswegen ist er vorne geblieben. War es nach hinten, also es hätte nach hinten losgehen können. Gegen bessere, warum habe ich keine Rolle jetzt? Ey, manchmal mache ich eine Rolle und manchmal mache ich einfach so einen Luftsprung, wo ich mir denke, ja, was ist geschehen? Kriegt er nicht. Schön. Keine Ahnung. Aber noch würde ich sagen, ich fühle keinen Unterschied zu Silber 2 und Silber 3. Ja, es fühlt sich noch gleich an. Es wird gleich ein bisschen kicken. Aber ansonsten, das, was ich zu Silber 2 gesagt habe, ist wahrscheinlich einfach übertragbar auf Silber 3. Fangt einfach ein bisschen mit dem Training an. Arbeitet an den Basics. Und der Rest, der müsste von sich aus besser werden. Da unten drüber, sehr gut. Ich war nämlich jetzt sehr überfordert. Ich wusste nicht, was ich... Kriegt dann? Oh, keine Sorge. Keine Sorge, ich mach den daneben, keine Sorge. Ich erspare die Schuld, dass du das Gefühl hast, den daneben zu hauen. Ich mach das für dich. Ich bin ein guter Teamplayer. Weil er hat nicht mehr kontrollieren können. Er hat ihn nicht mehr gekriegt, deswegen habe ich es versucht, nur halt schlecht. Okay. Keine Ahnung, wie der reingegangen ist. Keine Ahnung. Also, jetzt ernsthaft, von dem Winkel... What, der hat ihn gehauen? Doppelt Aluminium, wie man sagt. Es gibt hier kein Aluminium, aber... Erst Latte und dann Pfosten. Na gut. Ich warte. So. Schade. Timing war okay. Krieg ich noch meine Luft? Ja, habe ich noch mal gekriegt. Sehr gut. Okay, ich versuche jetzt einfach mir kleine Erfolgserlebnisse zu... Oh Gott, ich habe... Das Problem ist halt, wenn du... Du musst halt W drücken, um Gas zu geben. Wenn du Luft bist, gibst du aber halt kein Gas. Aber bei Controller drücke ich einfach RT durch, wenn ich Luft bin, ganz oft. Und dadurch passiert dann halt einfach... Ich kann es dir mal zeigen. Vielleicht. Guck kurz, was er macht. Da passiert halt ganz oft, dass ich komische Rollen mache und in der Luft mich doof bewege, weil wenn ich Gas gebe, okay, dann springe ich kurz hoch. Moment, so. Dann mache ich automatisch mit der Nase mich nach unten, aber ich gebe einfach nur Gas davor. Und das ist noch echt ein großes Problem für mich, was ich also nicht gemeistert habe. So, den kriege ich nicht. Also nicht mit meiner Kontrolle über mein Auto. Den kriegst du, aber ich glaube, du kannst nicht reinmachen von da. Oder er wartet einfach 20 Jahre, bis er den reinmachen kann. Und das war's. Ich bin wieder nicht MVP, oder? Doch, aber ganz knapp. Ich habe auch letztens einen Kommentar gesehen, wo jemand meinte, Bardor, mach das Ganze dann nochmal mit Controller. Das macht ja gar keinen Sinn. Weil, ich meine, mit Tastatur zerstören wir hier ja schon. Ich könnte mir vorstellen, das nochmal zu machen. Ohne halt irgendwie, keine Ahnung, ohne zu springen oder ohne zu boosten oder sowas. Aber... Ich weiß nicht, ob das als Konzept trägt. Die hauen ihn sich jetzt fast selbst rein. Ich guck mal kurz. Ne, haust du nochmal die Messe zu mir? Nee? Okay, gut. Er hat halt 100 Boost gehabt, mein Teammate. Was man daran sehen konnte, der ist durch einen Boost durchgefahren. Und der Boost ist nicht verschwunden. Also der ist mit 100 Boost zurückrotiert. Obwohl der Ball neben ihm lag. Ganz ehrlich, ich freue mich ein bisschen auf die Folge. Oh, wow. Ich freue mich ein bisschen auf die Folge, wo ich Probleme krieg. Weil das ist dann der Moment, wo ich sagen kann, okay... Ich kann jetzt endlich ein bisschen trainieren und mich ein bisschen einspielen mit der Tastatursteuerung. Weil aktuell, ich bin einfach echt noch zu wild. So. Da ist alles für mich noch Panik. Ich hoffe immer, dass ich das Richtige drücke. Mein Moment. No. Was Präzisionsstärke angeht, einfach lost bin. Na gut, den kriegt er nicht aufs Tor. Ja, wenn ich da einfach dann toll mache, müsste das stören. Ein Teammate konnte ihn haben. Er kann ihn immer noch haben. Er nimmt sich ganz viel Zeit. Warum auch nicht? Kann man sich ja erlauben auf den Rang. Und er geht rein. Okay. Ja, bisschen fummeliger ist es. Ich werde ja auch noch nicht besser als das Ding. Ihr könnt euch die erste Folge mit der Tastatur angucken. Die wird vom Skill auf dem gleichen Niveau sein, wie ich jetzt bin. Also ich bin noch nicht besser geworden. Ich habe ja auch teilweise die Steuerung vertauscht in der letzten Folge. Was mich jetzt noch mehr durcheinander bringt, aber... Da ist er. Ich halte ihn nicht. Okay, das muss es sein. Ja gut, dann wären wir... Liga 4 wären wir schon. Der rutscht jetzt gut in die Mitte. Oh. Einmal. Ich will den Vorlauf machen. Zweimal.
Deiner? Ja, ey, ist vielleicht auch hilfreich. Wenn ihr es schafft, in Silber 2 zu bestehen, dann schafft ihr es auch, in Silber 3 zu bestehen. Ich fühle da null Unterschied. Also legitim zu 0%. In der Luft sind die Gegner immer noch ängstlich. Ich mach den mal so. Willst du den haben? Oh, der hat gut schnell rotiert. Krieg ich den? Nope. Okay, der hat versucht, den zu kriegen. Okay. Ich mach den mal so. Ich brauch so lange, um mich wieder zu orientieren. Sehr gut. Oh. War nice. Der Schuss ist nice. Der Schuss war nice. Let's go. Okay. Mann, Franz, sprich doch Englisch, Mann! Der will, dass wir eine Gruppe bilden, aber mache ich nicht. Ich will in jedem Spiel einen anderen Teammate. Ansonsten können Leute sagen, Bardur, du hast dich tragen lassen nach Diamond am Ende. Wir machen in jedem Spiel einen anderen Teammate. Oder sagen wir so, wir machen immer einen zufälligen Teammate. Es kann ja sein, dass wir zufällig zweimal nacheinander denselben kriegen. Das ist ja theoretisch machbar. Nee, traue ich mich nicht. Ganz ehrlich, guter Schuss. Ich hätte gedacht, den macht den nicht direkt. Hat einen guten Schuss verdient gehabt. Weil viele Spieler, auch auf höherem Niveau, in höheren Ligen, hätten den gegen die Wand geballert. Sowas darf ich übrigens nicht sagen, weil Leute fühlen sich da immer... Okay, er geht. Leute fühlen sich immer motiviert zu sagen, also Bardur, ich bin Bronze und ich hätte den auch so gemacht. Wo man einfach sagen muss, ja, das kann ja sein, dass den auch gemacht ist. Aber theoretisch, die meisten Spieler, auch in Diamond, hätten den gegen die Wand gehauen und nicht versucht direkt zu machen. Ist einfach so. Okay. Sehr gut. Oh nein! Hat er nicht. Let's go. Hätte er im Tor übrigens einen doppelten Sprung gemacht, hätte er den easy gehalten. Weil durch einen doppelten Sprung hast du halt meist die Höhe, die dir fehlt, um so einen Ball zu halten. Der hätte den easy haben können. Hätte einfach doppelt A drücken müssen, bevor er full geboostet ist. Und der dann gab's... Welchen Ziel? So, okay. Ich würde nämlich den Schlechteren gerne jetzt ein Tor gönnen, dass der am Ende mehr... Punkte. Och, Teammate. Was war deine Mission? Weil selbst wenn er den da gehittet hätte, hätte er den ja auch nur irgendwie nach hinten hauen können, ein bisschen. Sind wir rangekommen? Oh, wow, ich bin nochmal rangekommen. Sorry, Teammate, ich hab dir nicht vertraut nach den Aktionen davor. Hätte ich vielleicht. Auch wenn du mich jetzt wieder ausgedribbelt hast. Okay, ich die Tasten vertausche. Timing, Müll hab, Hilfe. Geht aus dem Weg, Mann! Mann, Jürgen! Den musst du haben. Hier ist so ein Knoll. Er hat ja nicht... Oh Gott. Sehr schön. Okay, gut. Ich versuche was Dummes. Nee. Alles gut. Ich lasse mir Zeit. Einmal. Okay. Mein Teammate war anscheinend auch da. Teammate, ich habe eine Frage. Ist das Absicht oder ist das einfach... Ja, guck mal. Der hat mich weggerammt. Das passiert halt wirklich. Deswegen darf man das den Teammates nicht so böse nehmen. Fühlt sich halt nur einfach... Wieder keine Rolle. Es fühlt sich nur einfach halt eklig an, wenn das passiert. Wir verlieren das. Der geht nämlich rein. Und dann rennen wir in 2-0 hinterher. Eventuell verlieren wir das. Okay. Vielleicht verlieren wir das nicht. Gegner haben da schön double committed. Ist jetzt kein Tipp für Silber, ist einfach ein genereller Tipp. Ihr wollt nie genau da stehen, wo euer Teammate auch steht. Kannst du nochmal? Er will nochmal. Kannst du nochmal? Nee. Okay. So. Warum rammt der mich so oft, Mann? Schon das zweite Mal. Kann ich dran arbeiten? Okay. Was denn? Mach den kaputt. Der kommt gut. Er meint's ja nicht böse. Aber was ist mit dir, dass das so oft passiert?
Er will ja auch nicht verlieren. Er denkt ja auch nicht, oh, dieser Lauchbomber, der ist sauschlecht. Dieser Lauchbomber, der dreimal so viele Punkte hat wie ich, der ist sauschlecht. Nein, das ist natürlich einfach... Ich stehe halt wahrscheinlich einfach da, wo er hinrotiert. Okay. Schön. Schade. Kannst du nochmal... Ansonsten versuche ich es. Okay, du gehst... Der ist einfach nicht hochgegangen. Ah. Warum? Ey, wie oft rammst du mich weg? Okay, ich schreibe das jetzt mal. Okay. Okay. Sieht gut aus. Flieg einfach mal. Ja, let's go. 5-2, sieht gut aus. Auch ohne Ballkontrolle und alles. Bin ich noch zu stabil. Auch wenn ich Sprung und Boosting ganz vertausche. Das läuft noch zu gut. Ja? Ab wo es nicht mehr weit... Es kann auch sein, dass wir bis Diamond durchrennen. Das glaube ich aber nicht. Ich bin so schlecht. Ich sehe das nicht. Das Tor jetzt war geschenkt. 8-2. Und wetten, die Gegner geben immer noch nicht auf? Okay, das muss jetzt aber sein. Wir müssten jetzt extrem entspannt in Gold 1 gekommen sein. Und bam, das ist es. Also, ja. Wenn ihr Silber 2 beherrscht, beherrscht ihr auch Silber 3. Da ist kein Unterschied. Ganz ehrlich. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerade in Silber 3 seid, wo für euch der Unterschied ist. Weil ich konnte es ja nicht erkennen. Vielleicht könnt ihr den Unterschied erkennen. Für mich war das gleiche Tempo, die gleiche Präzision und alles. Ich habe da null Unterschied gemerkt. Ich kann das Trikot jetzt ausziehen. Beziehungsweise, es muss noch anbleiben. Weil es ist ja noch Teil des Videos. Oh, ich habe hier auch ein paar Dinge, die ich abholen kann. Ein Import. Oh. Twinser. Ein Octane, der am Strand fahren würde. So sieht das für mich aus. Aber gut, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Wie gesagt, den Creator-Code BALLYT könnt ihr auch eintragen, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns dann aber. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.